Als Dank dafür, dass du uns gerettet hast, werden wir deinem Vault ab und an einen Besuch abstatten. Und deine Bewohner mit irgendwas. Da freue ich mich drauf. Wir sehen uns. Yeah. So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout Shelter. Und guckt mal da unten. Der Typ hat neue Haare. Schön, ne? Ja, den habe ich da gerade vom Friseur befreit. Gesicht anpassen. Wow. Für 50.000. Wow. Das ist schon heavy. Aber naja, wir haben gerade was anderes, nämlich eine neue Bewohnerin. Hallo. Eine neue Bewohnerin ist dazugekommen. Und sie ist die 60. Bewohnerin. Und das bedeutet, wenn wir sie jetzt reinlassen. Pack ich den mal rein. Wo kann die mal mithelfen? Ja, hier. Ich pack die mal hier zu Friseur. Boom. So, Raum entriegelt. Ja, die kommt jetzt hier rein. Und die haben einen neuen Raum entriegelt. Und welcher Raum mag das wohl sein? Es ist... Hallo? Der Atomreaktor. Oh! Dam, 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 dam. Boom. Stärke. Bewohner hier zuweisen, um Energie zu produzieren. Nice. Wie viel kostet 1200? Oh, das ist schon heavy. Ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne speichern, aber ich weiß nicht, wie man diesen Speicherstand wieder laden kann. Denn wenn man ins Hauptmenü geht, speichert er automatisch. Und da gibt es auch keine Funktion, irgendeinen Spielstand zu laden. Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe nämlich Angst. Warte mal, wie viel kriege ich denn, wenn ich das hier jetzt abreiße? 300. Das ist nicht sehr viel. Die kosten 1200 mal 3. Ja. Ich kann es mir leisten, glaube ich, mit einmal upgraden. Also, ich will speichern und laden können, den Spielstand. So, ich speichere nochmal. Ich glaube, das bringt nichts. Aber wir werden gleich mächtige Probleme haben. Ich hoffe, das ist das Richtige, was ich gerade tue. So, 6 von 6. Okay. So. Das hier ist leer. Ab. Boom. Huch, Energie ist voll. Okay. Atomreaktor bauen. Boom. Atomreaktor bauen. Ach ja, stimmt, der kostet immer mehr. Fuck. 1800. Und jetzt schnell wieder zuweisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Atomreaktor. Und können wir den noch upgraden? 6000! Der hat weniger Produktion, aber der ist schon 57 mit der kleinsten Stufe. Also der kann schon gut was machen. Und Alter, warte mal, wie viel Speicherung hat denn der? 600! Ja, leck mich am Arsch! Hau hier erstmal das Mikro. Ja gut, wir haben jetzt erstmal keine Probleme mehr. 600 Lagerung. 900 mit Alter. 68 ist zwei Punkte mehr Produktion, wenn wir das einmal upgraden. Das Kraftwerk war auf Stufe 3, das ist auf Stufe 1. Alter, what the fucking hell? Ja gut, wenn wir es jetzt noch upgraden, dann haben wir auf jeden Fall fürs Erste keine Probleme mehr. Ja gut, aber die behalte ich trotzdem noch erstmal. Den werde ich aber später auch mal ablösen oder mit einem Atomreaktor ersetzen. Dass ich hier vielleicht irgendwie noch hier Atomreaktor, Nahrungsproduktion und Wasser noch habe. Sozusagen als kleines Backup oder so. Ich weiß nicht. Alter. Mann, es juckt mich so. Könntest du weißt schon, kratzen?
Oder was? Klar, einen Freund hätte ich doch gern. Mhm, schön hier. Auch hier diese Spiegelung. Wow, wir haben das Atomkraftwerk. Die sind so Pille jetzt irgendwie, weißt du? Die sind schon auf Level, ich glaube, das ist Level 2. Und das ist auf Level 3. Und das macht 31, das macht 25. Das macht auf Stufe 1 57. Alter! Das Atomkraftwerk ist so heavy. Stufe 4. Haben die sich wieder resettet? Nö, das ist irgendwie einfach nur Ryan Clark. Alter, ist das heavy! Und eine erfrischende Rettung. Die sind da und ich würde mal sagen, betreten. Eine erfrischende Reise. Rette Flash und Corky vor den Raidern. Ja, und unsere drei Helden hier latschen auf diesem wunderschönen, hochtexturierten Boden. Und ich würde mal sagen, wir gehen rein in den ersten Raum, also in den zweiten Raum. Und das ist die letzte Flashy und Cocky Quest, also die letzte. Direkt schon Raider hier. Boom. Ja, komm, mach mal die hier. Piu, piu, piu. Die machen wir einfach gar keinen Schaden. So. Double Kill. Kronkorken, 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 Lupe. Geil. Alles nach Plan, Leute. Auf jeden. So, und ab in den nächsten Raum. Da gibt's auch wieder Raider. Auf. Ja. Na gut. Das war natürlich easy. Kronkorken, Kronkorken und Kronkorken. Eine Pistole, ein Revolver. Und ein Bauplan! Und ein Rüstungsbauplan, geil. Die Beute gebührt dem Sieger, auf jeden. So, und wir gehen erstmal runter natürlich. Wir wollen natürlich hier alles erkunden wieder. So. Hier gibt's nichts. Ah, ein paar Stimpacks, sehr schön. Wie viel haben wir denn eigentlich mitgegeben? Ja, ein bisschen. So, ach, natürlich Raider. Nur zwei? Easy. Die halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus als die normalen Raider, also als die Raider, die wir vorher mal hatten. Piu, boom. So. Meins, meins. Hallo, meins. Nein, der andere Raider ist weg. Mist. Oder? Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. So, nächster Raum. Natürlich auch wieder Raider hier. Das ist eine Box. Der macht leider bei einer einzelnen Person nicht so viel Schaden. Das ist schade. Aber bei Gruppen haut er schon ganz schön rein. Die Richtung stimmt nicht. Ja, ich weiß, Junge. Ich will hier aber alles erkunden. Also ihr. So. Und weiter geht's. Hier ist aber auch nichts. Oh. Red Kakerlak, easy going. Ja gut. Das ist jetzt nicht so sehr das Problem, ne? So. Easy going. Und, ja, so ein zerfetztes Outfit ist auch schön. So. Einmal Aufzug, bitte. So. Dann retten wir auch mal Flash und Corky. Und die kommen uns dann immer besuchen. Ich habe schon mal das in einem Video gesehen. In einem Tutorial. Mit einem Showcase oder so. Auf jeden Fall gesehen, wenn man Flashy, glaube ich, auch auf Flashy klickt, wenn er tanzt, dann verschenkt er einfach mal Nuka-Cola Quantum. Und das ist eine coole Methode, eigentlich mal schön viel Nuka-Cola Quantum zu kriegen. So. Leute. Neue. Neue. Boom. So. Das und das gehört mir. Genauso wie das. Ein Bauplan für eine Waffe. Und ein zerfetztes Outfit. Ein seltenes zerfetztes Outfit. Geil. So. Und zwei Raider-Pisser. Der hat schon ein bisschen was mitgenommen, der auch. Schön, wie die Raider noch warten, bis alle da sind, ne? Finde ich auch sehr schön.
schieß doch mal. Die Kämpfe ziehen sich so mega. Ach, gut. Easy. So. Wäre es so schlimm, ab und mal Staub zu wischen? Yo. Zwei Stimpacks. Ach komm, den heile ich mal ganz kurz. Level up. Denn ein Level up heilt ja den Typen. So. Einmal Double Kill. Und wir machen einen Crit Shot. Fünffacher Schaden! Boom! Nice. Wow. So, und weiter in den Aufzug. Leute. Und nach oben. Und einmal hier in den langen Raum, bitte. Da geht's lang, das habe ich im C. Ah, okay. Mhm. Ja, dann vertrauen wir mal auf seinen C und wir gehen mal hier weiter. Schön, wie die beiden Räume hier einfach identisch sind. Da, huch, der Boss. Du willst dir also das nehmen, was rechtmäßig mir gehört? Bevor du Flasche und Korke kriegst, musst du erstmal an mir vorbei. Easy going. Huch. Ja gut, wenn wir jetzt fünffachen Damage machen, ist er eh tot. Also... Nein, zweifacher Schaden. Schade. Und nochmal. Vielleicht fangen wir diesmal fünffachen Schaden. Zweifacher Schaden, ja gut. Aber ist auch easy. Komm, wie gut der schon runter ist. Boom! Nice. Wo sind die Desinfektionsmittel, wenn man sie mal braucht? Ja. Und Kronkork hatte dabei Stimpacks und das. Wir haben noch. Doch, ein Stimpack haben wir schon gebraucht. So, weiter nach oben geht's. Und da kriegen wir wohl Flashy und Corki. Geil. So. Oh. Mensch, sind wir froh, dass du da bist. Da bist. Diese Raider haben uns ganz schön Angst eingejagt. Als Dank dafür, dass du uns gerettet hast, werden wir deinem Vault ab und an einen Besuch abstatten. Und deine Bewohner mit irgendwas. Da freue ich mich drauf. Wir sehen uns. Yeah. Nice, wir haben Flashy und Corki gerettet. Abgeschlossen, eine erfrischende Rettung. Ich habe manchmal so ein Gefühl, als ob uns wer beobachtet. Cool. Nuka-Cola Quantum. Mal zwei. Und Mikroskop. Ich weiß, was du meinst. Unheimlich, oder? Geil. Und die sind da. Nice. Und die werden uns jetzt auf jeden Fall auch besuchen. Ständig. Ab und an mal. Oh, Raider. Easy going. Ich habe euren Anführer besiegt. Also werdet ihr auch euch besiegen. Wie so kleine Ratten, die ihr seid. Ja, komm, Junge. So. Ich will looten. Geht doch mal, danke. So. Meinst. Was? Hey, meinst du, ich hätte das Zeug zum Aufseher? Nö. Du bist schlecht. So. Absolut. Du hast meine volle Unterstützung, wenn wir lebend zurückkommen. Ja, das ist die Voraussetzung. Und der letzte Raum. Hier ist wieder mal. Nee. Mausratten. Ja, gut. Eine Boss-Mausratte. Okay. So, das zweite Stimpack, was wir benutzt haben. Aber wir bringen, glaube ich, mehr zurück, als wir benutzt haben. Boom. Und die letzte ist auch schon tot. So. Und die hatte zwei Stimpacks. Seltener Schrott und normaler Schrott. Okay, ich glaube, ja. Yeah. Flashy und Corki. Flashy ist, glaube ich, ein bisschen durchsichtig. Corki auch. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir haben das Gebäude geklärt und wir reisen zurück zum Vault. Ja. Yeah! Robuste Ötlandrüstung und Brahmin Leder. Und Bottle und Cappy. Nice. Ja. 2000 Kronkorken und 2 Nuka-Cola Quantum. Zurück zum Vault. Nice. Und in 2 Stunden sind sie da. Okay, 2 Stunden 50. Ja gut. So. Geil. Wir haben jetzt Flasche und Corki freigeschaltet. Die werden es ab und zu mal hier uns besuchen. Und wenn ich dann auf Flashy klicke, dann kann ich den nämlich natürlich auch
Also da kann ich von dem aus, von dem Nuka-Cola Quantum kriegen. So, und mal schauen, wie können wir die denn mal ändern. Was sieht denn schön aus? Am besten das oder das. Nee, komm, das mach ich nicht. So, und dann vielleicht noch mal. Ich glaube, machen wir so. Und bestätigen. Einfach mal so ganz random mal irgendjemanden umfrisieren. So. Ja, und ich glaube, das wäre es dann fürs erste auch mal. Für das Video hier. Und ich sage, ciao Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao.